Das war einer. Die anderen. Habt ihr noch was vor oder wollen wir springen? Also von meiner Seite aus steht nichts mehr an. Zumindest nicht, was ausgespielt werden müsste. Ich würde mich mit Bodo so ein bisschen unterhalten, was das für ein Typ ist. Aber so ganz generell mich einfach vorstellen und was wir so erlebt haben, welche Räuberkönige wir schon zusammen verprügelt haben. Sowas eben. Ja, Bodo, wenn du dich ein bisschen mit ihm unterhältst, hat sie sich ja als Schmiedegeselle vorgestellt. Ja. Ist eher so ein bescheidener Kerl. Lässt dann durchblicken, dass er nicht nur von Schmieden was versteht, sondern auch von Artefakten. Und guckt sich dann mal deine Ausrüstung an. Sind da irgendwelche Relikte dabei? Ja, ich habe ein Relikt bezüglich meiner meines Verteidigungsbonus. Also wird wahrscheinlich meine Haut so ein bisschen verstärken. Die Rüstung also? Genau. Oh, das ist ja ein schönes Stück, sagte. Wo habt ihr das denn her? Ein altes Geschenk von meiner Ordensfestung. Ich hab schon ein paar Drachlinge umgebracht, musst du wissen. Drachlinge? Gibt's doch die gar nicht mehr. Ach doch, ich sag dir das, die laufen dort draußen in der Wüste rum und ab und zu musst du aus deiner Burg raus und die umbringen. Gibt nicht viele, die sowas können, aber deswegen sind wir ja da, damit du dann nachts ruhig schlafen kannst. Ach, ja, also das ist solide Handwerkskunst. Naja. Sag mal, ich habe eine ganz andere Frage. Warum haben die anderen Zwerge dich so abgelehnt? Also, du bist von Tisch zu Tisch gegangen und alle waren so angetrunken und alle haben sie dich ausgelacht. Ist das einfach, weil du einen schlechten Ruf hier in der Stadt hast oder weil die Vogelberge so gefährlich sind und die Zwerge hier Angsthasen sind oder woran liegt das? Nein. Ich war schon lange nicht mehr im Eisenbrand. Ich kam halt zur Beerdigung meiner Großmutter und ja, den Nachlass verwalte ich gerade. Wir kündigen ab. Die Leute, die hatten mich nur in den letzten Tagen über Zwergenseide reden hören und ihr habt es ja selbst gehört, die halten das alles für Märchen und Hirngespinste, aber ich sag euch, das ist Blödsinn. Das gibt's wirklich. Märchen hin oder her, unsere Sagen und Legenden, die sollten uns nicht belustigen, die sollten uns als Ansporn, als Inspiration dienen, unsere Kunst und uns selbst zu verbessern und alles, was sie hatten, war Spott. Na, so. Gut zu wissen. Ich will genau herausfinden, mit was für Leuten ich umherziehe. Gut. Ja, wie Nassauk üblich würde er, denke ich mal, früh zu Bett gehen, damit es morgen gleich losgehen kann. Wenn der Hahn kräht, vielleicht sich noch eine halbe bis eine Stunde mit Rala unterhalten, was ihr toller Bär denn so kann und was sie beide erlebt haben. Fragen. Du wirst wahrscheinlich sehen, wie die zwei gerade dabei sind, sich darüber zu streiten, ob das Geschirr, was auf den Rücken soll, tatsächlich auf dem Rücken bleiben wird oder nicht. Engt es euer Tier denn nicht zu sehr ein? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Janja hier würde mich auslachen, wenn ich ihr sowas überstülpen würde. Barry sieht doch hübsch aus. Ich meine, meine bunten Bänder mag sie auch nicht, aber... Aber das ist einfach praktisch. Barry, nun hab dich nicht so. Schnür. Wahrscheinlich ein lautes Brummen des Bären. Das ist doch nicht für lange. Nun komm schon. Ich versuch's ihm abzulenken mit etwas zu fressen. Vielleicht noch etwas, was vom Braten übrig ist. Hab's, weg ist er. In dem Moment geht's geschickt, dass den Gurt anziehen. Ja, es sieht nicht schön aus, aber es wird halten. Ja, und wir springen zum nächsten Morgen und jetzt dürft ihr gerne alle mal entscheiden, was ihr
gerne als Frühstücksmagie wirken möchtet. Zur Erklärung, Frühstücksmagie ist die Magie, die ihr jeden Morgen anwerft und bis zum Abend auch nicht ablegt. Gut, ihr dürft natürlich vor alle regenerieren, weil ihr genug Gelegenheit habt zu schlafen. Genau, kurz die Frage, wie sieht das da aus mit dem Schaden? Ist das dann ein Atemholen, Verschnaufpause oder? Ja, das ist mit einer Verschnaufpause weg. Okay, aber gut. Was wir nachts haben, ist eine Ruhepause, oder? Ja. Und dann am nächsten Morgen gibt es irgendwen, der sich noch nicht mit den Zaubern von Splittermond auskennt. Erklär mir doch bitte das mit der Frühstücksmagie, das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Oder ja, noch nicht. Frühstücksmagie heißt im Grunde, du möchtest einen kanalisierten Zauber oder mehrere immer anhaben. Grundsätzlich. Das ist Frühstücksmagie und die würfelst du deshalb beim Frühstück. Den muss ich aber auch dann die ganze Zeit bezahlen, ja? Richtig, das sind kanalisierte Zauber, die den ganzen Tag waren. Das bindet deinen Fokuspool, aber kann halt trotzdem ganz interessant sein durch die Boni, die es gibt. Was gibt es denn für Boni? Ich kenne deine Zauber nicht. Okay, pass auf, was ist denn der Vorteil gegenüber, dass ich einfach den Zauber dann anmache, wenn ich merke, ich brauche ihn? Das dauert eventuell diese ein, zwei Ticks länger, die du sonst sparen möchtest. Ich habe also nichts davon, jetzt einen Ein-Tick-Zauber zu kanalisieren, den ich auch hinterher für einen Tick wirken könnte, wenn ich den einen Tick habe. Ich spring mal zu Scuffy. Scuffy, du hast ja diesen tollen Zauber Ausdauer erhöhen. Für so eine Reise durch die Berge wäre das ein idealer Frühstückszauber. Okay. Aber wenn du mir das rätst, mach ich das einfach mal, ne? Ja. Also ich guck gerade mal auf meine Zauber. Ich habe den kleinen Magieschutz und die Rindenhaut und das ist was ich im Kampf zünde. Das ist von den Kosten her nichts, was ich jetzt anwerfen sollte, oder? Wie ihr möchtet. Ich mach das jetzt einfach mal, um das auszuprobieren. Ja. Wie teuer wäre das denn dann? Verdammt sauber bei. Das heißt, ich wirke den Zauber jetzt ganz normal, Olti? Richtig. Okay. Jeden Morgen ganz normal würfeln. Du hast sogar 3 EG, das sieht doch echt ordentlich aus. Jo. Ja. Dann hättest du sogar genug Erfolgsgrade, um den Zauber zu verstärken. Was ja aber auch teurer wäre dann, ne? Wäre ein bisschen teurer, genau. Nicht viel, bisschen. Ja, so teuer ist er ja nicht, dann vielleicht mache ich das einfach nicht. Also du musst es nicht tun, es reicht auch der Einfache, aber... Okay. Ja. Dann zieh dir K1 ab. Jo. Und behalte im Hinterkopf, dass der Zauber gerade auch aktiv ist, wenn es um Dinge wie Überanstrengung geht. K1 sind wie viel Kosten? K1 ist K1. Okay, gut. Das ist die niedrigste Einheit, die es gibt. Ja. Wenn ansonsten niemand mehr Frühstücksmagie zaubern möchte oder eure gute Rala das nicht auf alle wirken möchte. Achso, ich kann das auf alle wirken, das kostet dann 4 oder was? Hast die Hand des Zauberers, du kannst das auf jeden Einzelnen in der Gruppe wirken. Und das kostet dann für jeden 1K1. Richtig. Jeden muss ich dann für jeden würfeln oder reicht jetzt der eine Wurf? Mir reicht jetzt der eine Wurf. Okay. Bei den Grad 0 Zaubern kannst du nichts groß einsparen, weil die so günstig sind. Du kannst ja einfach weitere K3 abstreichen. Oh, dann seht ihr jetzt, wie Rala im Kreis läuft, wahrscheinlich bei Vark anfängt, ihm die Hände auf die Brust legt. Und sagt, mögest du heute besonders stark und ausdauernd sein. Dann geht's zum nächsten und sagt das gleich. Ja, verächtlich geschnauft, ich bin jeden Tag so. Danke. Ja, ja. Dann tätschelt man dir noch kurz die Wange in der Motto, ja, ist okay. Lächelt dich liebevoll an und geht weiter und macht das gleiche beim nächsten, lächelt auch da.
Ich danke euch. Vielen Dank. Nur mal so gefragt, wie schwer ist denn das Gepäck so? Jetzt, wo der Zauber auf sie wirkt, ein kleines Stück leichter. Ja, ich bin nur nicht der Stärkste. Bin ich der Ansicht, ich schaffe den Marsch den ganzen Tag über, oder? Das kommt darauf an, wie gut deine Führerin ist, ob die dich eine vernünftige Strecke führt oder ob sie sich den schwierigeren Weg aussucht. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Dann ich kann dir nur eins sagen, ihr habt einen Tragebär dabei und deine drei Kameraden sind starke Wagen. Ich denke mal, bei der Gewichtsverteilung wird sowas berücksichtigt. Dann warte ich einfach mal ab, wie sich die erste Etappe so ausnimmt. Im Notfall nehme ich dir auch was ab und... Wer will uns eigentlich führen? Ich meine, ich bin sowieso immer der Anführer, aber Nasauk oder Rala, wie sieht's bei euch aus? Also ich kenne mich ganz gut aus, ich war da schon mal. Oh, das ist ja wunderbar, dann haben wir ja schon eine Führerin ausgezeichnet. Wie sieht's bei Nasauk aus, was kannst du? Nun, ich komme ja aus der Wüste und diese Gegend ist wahrscheinlich eher was für Rala, aber ich werde sie tatkräftig unterstützen, wenn ich kann. Ausgezeichnet. Das will ich hören. Nett. Gut, ich kenne mich natürlich auch ein bisschen mit Überleben aus, aber wenn ihr sagt, dass ihr die Führer sein wollt, dann stiefel ich nur hinterher und passe ein bisschen auf Bodo auf. Also gut. Oh, keine Sorge, ich kann schon auf mich selbst aufpassen und er klopft auf seinen Hammer, den er heute an der Seite trägt. Das entscheide ich, nicht du. Wie er meint. Also, du kannst auch gut auf dich selbst aufpassen. Los geht's. Die Reise beginnt auf dem Eisenpfad der Passstraße in Richtung Selenia. Nach ein paar Stunden schwenkt ihr gen Westen. Ihr seht Wiesen, die von Wildblumen überschwemmt sind und zottlige Bergrinder, die ihr unter Frühstück unterbrechen und euch gelangweilt hinterher gucken. Und ja, es ist ein herrlicher Spätsommertag. Die Temperaturen sind angenehm. Der Pfad ist ausgetreten und es sieht so aus, als würde das eine gemütliche Reise werden. Ja, da freut man sich doch gleich direkt. Gerade in einer so. Ich will nicht sagen, eine exotische Landschaft, aber ungewohnte. Für mich zumindest. Ihr kommt ja von woanders. Nun, dort wo ich herkomme, wächst nicht so viel Gras. Im Gegenteil. Ich finde das sehr wohlig hier. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Überall wo Berge sind, ist es gut. Und dann haben wir uns ja wohl die richtige Zauberin-Führerin, meine ich natürlich, ausgesucht. Na, irgendwas? Muss ja jeder können. Ich lächle dich an. Duckt mir den mal mit dem Mundwinkel zurück, aber sagt nichts mehr. Ja, willst du irgendeine Probe, Olzi, oder? Nö, noch nicht. Okay. Nach einer Stunde kommt mal euch ein Bauer mit seinem Karren entgegen, der nur seine Sachen den Eisenbank hat. Grüß die Götter. Hallo. Grüß dich, Götter. Seid gegrüßt. Ich schaue mir mal das Wetter an, ob das stabil bleibt oder ob das vielleicht demnächst umschwenkt. Gerade wenn so eine große Wolkenformation an den Bergen mal hängen bleibt oder sich dann über die Hügel hinübertraut. Mhm. So, also ist gerade Wind, der von der See rüberkommt. Ja. Und wenn du dort rausguckst, nee, es ist relativ klar. Sieht nicht so aus, als würde sich das Wetter heute noch groß ändern. Gut, dann stiefelt man ja gemeinsam mit den anderen nach vorne und ja, vielleicht ein kleines Liedchen oder sowas, was man dann anfängt zu pfeifen. Ah, das lobe ich mir. Bodo pfeift mit. Ja, genau. Im Kanon oder so.
Ich würde zwischendurch auch mal zu Bodo schauen, ob er mit seinem Gewicht dann doch auch mitkommt oder ob er zu dick ist, um uns gut zu folgen und Schritt zu halten. Weil wir sind ja wahrscheinlich doch eher eine durchtrainiertere Gruppe als er. Du hast recht, er ist langsamer, das merkt ihr. Aber ja. Er meckert nicht, er jammert nicht. Sollen wir euch noch was abnehmen? Was denn? Ein Zwerg muss sein Gewicht selbst schleppen können. Das geht nicht, dass ich einfach was abgebe. Vielleicht kann Wag dich tragen. Ja. Kurze OT-Frage dabei. Wie ist das mit Zaubern? Muss man da ein Wort sprechen oder eine Geste haben oder so? Oder geht das stumm? Stumm nur mit Abzügen? Ist das gerade relevant oder? Ja, ich möchte ihm sonst einfach, wenn er weiter bockt, dann sein Gepäck packen und es ihm leichter zaubern. Ja, kannst du gerne auch unauffällig probieren, wenn du möchtest. Mit, ich glaube, minus 12. Minus 12? Minus 6 für keine Geste, minus 6 für keine Formel. Die Geste kann ich mir ja sparen, die sieht er ja nicht, wenn ich hinter ihm bin. Mhm. Minus 6, okay. Okay. Ja, scheiß drauf, machen wir. Leider nicht. Streich dir einen erschöpften Fokus ab und das klappt nicht. Wenn ich einen Splitterpunkt. Ich mach da jetzt keinen. Nee, mach weiter. Hey, was habt ihr da hinten an meinem Rucksack zu schaffen? Ihr hattet hier eine lose Schnalle. Aha. Tätschel da noch zweimal drauf und dann geht's weiter. Wenn ihr jetzt mal auch guckt, so, ja, Heilkräuter, nee, hier noch nicht, hier ist, hat noch zu viel Zivilisation und gerade rechts und links des Weges, da hat so mancher Bauer schon alles leer gefräst. Ja. Und gegen Abend kommt ihr dann bei einem der Mühendörfer an. Zelte aufzubauen wird heute nicht nötig sein. Gegen ein paar Heller lassen euch die Bauern auch in der Scheune schlafen. Ja, ausgezeichnet. Wird sich auch nett und artig bedankt. Vielleicht dann auch mit Geschichten, wenn sie denn sowas möchten. Großartig, was anderes kann man denen nicht bieten, aber Geschichten aus fernen Landen sind vielleicht sehr spannend, gerade wenn man hier festsitzt und nicht weiteres hört. Ja, vor allen Dingen die Kinder begeistert damit ungemein. Die freuen sich unglaublich über diese drei großen Wagen. Und was macht ihr denn hier? Und seht ihr alle so zu Hause aus und kommt ja alle aus demselben Dorf und... Ja, dann packe ich meine Drachengeschichten aus. Na, gegen wie viele Drachlinge ich schon gekämpft habe. Es wird still, als du nach und nach die halbe Bauernschaft Nachkommen vor dir sitzen hast und darfst gerne mal eine Darbietungsprobe hinlegen. Darbietung, alles klar. Ja. Offener Schwierigkeitsgrad, die Kinder sind nicht besonders anspruchsvoll. Ich überlege gerade, kann ich da noch irgendwas anderes ableiten? Ich hab nichts anderes, ja. Aber offener Schwierigkeitsgrad? Ja. Kann ich ihn da mit einem Feuerzauber effektmäßig unterstützen? In der Scheune bist du wahnsinnig? Ja, aber darum geht's nicht. Also ich bin feuerfest, aber er hat sowieso geschafft, also scheiß drauf. Ja. Ja, also du erzählst eine Geschichte und ja, die Kleineren, die haben das öfter mal Angst gekriegt, aber. Ja, alles in allem hast du begeisterte Zuhörer. Noch eine. So schnell wirst du die heute nicht los. Ja, ich würde dann irgendwann mal auf Nasaug überleiten, dass er dann aus seiner Wüste mal ein paar Geschichten erzählen kann. Wie, ihr kommt gar nicht aus demselben Dorf? Nee, wir kommen von überall her. Wir müssen ja die Welt überall verteidigen. Nicht nur bei uns oben im Wächterbund. Spannende Geschichten, sag ich euch. Dort, wo ich herkomme, Kinder, Welpen, brennt die Sonne den ganzen Tag euch eure Haut von den Knochen. Ui, da muss es schön sein. Da wird's nie Winter? Nein, doch des Nachts ist es trotzdem bitterkalt. Oh, das mag ich doch nicht. Ihr würdet keine zwei Tage dort überleben. Gibt's da auch Drachen?
Ja, ich bin Gott sei Dank noch keinem begegnet. Mächtige Wesen, die unter dem Sand leben, durch Anfallen aus dem Nichts, mitten aus dem Sturm. Hier steckt ihr also alle. Ihr solltet schon längst im Bett sein. Ja, einer der älteren Damen sammelt die Meute ein. Tut mir leid, wenn die Kinder euch gestört haben. Sie haben hier so selten Fremde. Ja, tut mir leid, dass die schon im Bett sein sollten. Aber wir waren so im Rausch und dann sprudelt das so aus uns raus. Ja, ihr könnt hier die Nacht verbringen und ja, schlaft in Ruhe. Also, wenn ihr Wachen aufstellen wollt, könnt ihr gerne tun. Und ja, am nächsten Tag geht es frisch weiter. Gegen ein paar Heller kriegt ihr hier auch noch frische Brotzeit mit auf den Weg gegeben, so dass ihr eure Ration nicht allzu früh angreifen müsst. Ausgezeichnet. Ja, Mia. Ja, bitte. Ihr hattet doch vor eurer Abreise eure Nase in diese Bücher gesteckt. Das ist richtig. Hattet ihr da was Nützliches in Erfahrung bringen können? Nun, natürlich. Ich wollte es euch spätestens sagen, wenn ihr das erste Mal aufbrechen wollt. Scheinbar gibt es doch ein gewisses Jagdrecht für die Oberen, auch auf diesen Bergen. Auch wenn ich nicht unbedingt weiß, ehrlich gesagt, wer dies durchsetzen soll. Und es ist wohl allgemein untersagt, Rotwild und Größeres zu erschießen. Wenn mich niemand dabei sieht, ist es mir egal. Nun, ich meine, an Gesetze muss man sich halt für gewöhnlich eigentlich halten. Nun, um welches Getier handelt es sich da? Rotwild, sagtet ihr. Und was ist das? Nun, ihr könnt euch vorstellen, zum Beispiel ein keine Ahnung, was Rotwild ist. Ein Reh, ein Hirsch? Reh. Ein Hirsch und zum Beispiel, oder ein Reh. Wenn es ein Geweih hat, könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass ihr es nicht erlegen dürft. Nun, dann hofft mal mit mir, dass wir nicht so viel Hunger haben, dass wir uns solchen Luxus leisten können. Nun, wir werden sehen. Im Notfall lassen sich auch hier bestimmt ein paar, Blick nochmal aus dem Fenster, vielleicht nicht Bären, aber zumindest ein paar Wurzeln auftreiben, aus denen man einen Eintopf machen könnte. Wir werden schon nicht verhungern. Ist das wirklich wert, nicht zu verhungern, wenn man dafür solche Dinge essen muss? Du stellst dich aber auch an. Nun ja, nun ja. Wollen wir dann weitergehen? Ich nehme an, die Tagesetappe ist noch weit. So machen wir es. Weiter geht's. Ja. Die nächsten Tage könnt ihr immer wieder in Dörfern oder Bauernschaften übernachten, aber nach einer Woche habt ihr die letzte hinter euch und die menschenleere Wildnis vor euch. Ihr seht, dass Bodo auch langsam Probleme mit der Steigung kriegt. Er schafft nicht mehr ganz so viel Tempo und dann abends, nachdem ihr euer Lager aufgebaut habt, setzt er sich zu euch, holt die Karten raus und also, ich bin selten abseits der Wege. Seid doch bitte so gut und kommt her und schaut euch mal die Karten an. Ja, hier in diesem Gebiet wollte die Finder Trinkelstein nach Vulkangestein suchen. Was denkt ihr, wo wir anfallen sollten? Nun, wenn ihr einmal hier seht, wartet, nein, hier drüben, die gute Frau Tinkelstein hatte sich wohl auf den Katzbuckel sehr eingeschossen bei ihrer Suche. Den Katzenbuckel? Hm. Ja, das wäre gut, der ist nicht so hoch.
vielleicht handelt es sich dabei ja um einen Vulkan im Inneren, wenn man so sagen will. Ich bin da nur noch bei weitem kein Experte, Herr Zwerg, ihr werdet da mehr darüber wissen als ich, aber... Nicht wirklich. Steinkunde ist nicht mein Fachgebiet. Nun, ich denke, ich schaue nochmal in Richtung Horizont. Ist irgendwie in der Nähe, also relativ in der Nähe? Man kann ihn im Licht der untergehenden Sonne im Horizont gerade so ausmachen. Er hebt sich leider nicht so gut gegen die höheren Dinger, ja. Es wäre natürlich noch eine gute Wegstrecke, aber vielleicht ein guter Anhaltspunkt. Andererseits sollte man bedenken, dass Frau Dinkelstein ja scheinbar keinen Vulkan gefunden hat. Zumindest keinen, von dem sie schrieb. Ist schon länger verschollen, das ist richtig. Was denkt ihr, Rala? Könnt ihr uns da morgen früh zu dem Berg hinführen? Bestimmt. Nicke, dass die Ohren schlackern. Das wird schon gehen. Ausgezeichnet. Dann sollten wir besser früh uns hinlegen, damit wir morgen wieder bei vollen Kräften sind. Meine Knie, ich sage euch, die Steigung. Naja. Keine Sorge, der Weg nach unten wird genauso anstrengend. Ihr könnt sich auch einfach kugeln lassen. Zur Seite legen und hui! Da wirst du dumm im Kopf von. Hast du vielleicht zu oft gemacht? Das ist lustig. Als ich noch jünger war und es geschneit hat, dann legt man sich dorthin und dann kugelt man einfach runter. Und dann kraxelt man wieder hoch und macht das nochmal. Geschneit hat? Sprecht, ich habe nur davon vage gehört. Was ist dieser Schnee? Du hast davon vage gehört. Das ist was Weißes, was von der Decke kommt. Also nicht von der Decke, von oben. Von ganz da oben der Decke. Und sie deutet mal den Himmel. Das ist ganz kalt und nass und weiß und sieht wirklich schön aus, aber das kann auch wirklich sehr kalt werden, wenn man tagelang oder nächtelang da drin, festsitzt. Es klingt ja grauenhaft. Nein. Na, für dich vielleicht. Aber du hast ja auch kein so schönes Fell. Das ist in der Tat wahr. Es muss wohl sehr praktisch sein, wo ihr her seid. Das stimmt. Also, ab in die Haier. Wir müssen jetzt schlafen und morgen geht es los. Gute Nacht. Du bist manchmal ein richtiger Spielverderber. Ich passe einfach nur auf die Gruppe auf. Wenn morgen einer müde ist, haben wir alle nichts von. Janja hier wird zunächst ihre Augen und Ohren offen lassen. Sie wird mich schon wecken, wenn sie müde wird. Hier draußen sollten wir nicht zu unachtsam sein. Ja, eure Tiere liegen in der Nähe des Feuers, bleiben wachsam. Ihr hört aus Bodos Zelt ein sonores Schnarchen. Aber die Nacht vergeht wieder ohne Zwischenfälle. Das Einzige, was Bemerkenswertes passiert, ist, dass ihr in einiger Entfernung einen Schwarm Fledermäuse hört, der durch die Nacht geistert. Und schließlich geht die Sonne am nächsten Morgen wieder auf und wirft ihr Licht auf euren Aufstieg. Und ja, jetzt würde ich gerne mal wissen, wer möchte unsere gute Rala unterstützen? Und wer hat während des Marsches vielleicht andere Dinge vor? Da wäre ich dann bei. Ich werde eher den Speer machen. Ich habe hier in dieser Gegend schon mal Bären getroffen. Und das war dann doch sehr schmerzhaft. Und mit einem unguten Blick schaue ich mal zu dem Weggefährten von Rala, aber das sieht doch wohl recht gut dressiert aus. Nee, ich werde mich auf die Sinnenschärfe konzentrieren.
Also vielleicht kurz als Othin, wobei wir ja so zusammen gewürfelt wurden. Du hast auch bei Ralas Bari relativ schnell gemerkt, sie ist noch ein Jungtier, sie ist ziemlich ungestüm, aber anscheinend scheint sie ja Ralas Gemüt irgendwie zu entsprechen und ist eher sieht eher furchteinflößend aus und ist eher ein bisschen tollpatschig. Also das dürftest du jetzt schon wissen, weil die ja schon länger reisen, die Charaktere. Ja, ich habe trotzdem Angst vor Bären. Also nicht regeltechnisch, aber ich habe hier, wie gesagt, schlechte Erfahrungen mal gemacht. Okay. Ja, wir fangen mit der Wildnisführung an. Und da hätte ich erstmal gerne die unterstützen wollen. Mhm. Vermutlich auch Nasaug als Unterstützer. Ja. Ja, mal gefragt, hat er ja angeboten. Was wäre das dann für eine Probe? Das wäre gegen die 20. Aber auch du hast Kartenmaterial, das dir einen leicht positiven Umstand von plus 2 gibt. Auf was würfelt man denn da? Überleben. Überleben. Das ist dir wirklich gut gelungen. Das bedeutet, Rala kriegt plus 4 auf ihre Probe. Rala, Überleben gegen die 25, plus 4 durch den Unterstützer, plus 2 durch die Karten und plus 2 durch deinen Triumphgrade, sind plus 8 auf die Probe. Oh, kann ich das direkt von 25 abziehen dann, oder? Kannst du machen, oder du gibst es als Modifikator drauf, wie du möchtest. Okay. Das ist Korps wie gesprungen.